Ja, hallo zusammen. Als nächstes gucken wir uns ein ganz neues Thema an, und zwar die sogenannte Kombinatorik. Da geht es darum, zu berechnen, wie viele Möglichkeiten es gibt, Objekte anzuordnen bzw. auszuwählen. Und das werden wir später in der Wahrscheinlichkeitsrechnung brauchen, um Wahrscheinlichkeiten auszurechnen. Zunächst fangen wir hier an mit den sogenannten Permutationen. Da gibt es n verschiedene Objekte, also Objekte, die ich unterscheiden kann, und die möchte ich anordnen. Ja, schreiben wir das kurz auf. Wir wollen n verschiedene Objekte anordnen. Ja, nehmen wir mal als Beispiel Bilder. Die können wir unterscheiden. Ja, wir haben unterschiedliche Bilder. Und die wollen wir in einer Reihe an der Wand aufhängen. Dann gibt es doch für den ersten Platz, wo wir das erste Bild hinhängen, n Möglichkeiten, weil wir ja noch kein Bild aufgehängt haben. Also muss es ja schon mal n Möglichkeiten geben, weil wir an die erste Stelle ja schon mal n verschiedene Bilder hinhängen können. Dann haben wir das erste Bild aufgehängt und damit das erste Bild ausgewählt. Und dann möchten wir an die zweite Stelle ein Bild hängen. Jetzt sind ja nur noch n-1 Bilder übrig. Das heißt, wir können an die zweite Stelle nur noch n-1 unterschiedliche Bilder hinhängen. Und für jeden der Fälle, was wir an die erste Stelle gehängt haben, gibt es dann nochmal n-1 Fälle, was wir dann an die zweite Stelle hängen. Also insgesamt gibt es dann n mal n-1 Möglichkeiten, was wir an die erste und die zweite Stelle hängen. Dann sind die ersten zwei Stellen belegt, dann müssen wir an die dritte Stelle ein Bild hängen. Wir haben nur noch n-2 Bilder übrig. Das heißt also, für jeden der Fälle, wo wir jetzt die ersten beiden Stellen belegt haben, also für diese n mal n-1 Fälle, haben wir jeweils dann nochmal n-2 Fälle, was wir an die dritte Stelle hängen. Also muss das auch wieder multipliziert werden mal n-2. Und dann geht das immer so weiter, bis wir schließlich bei 2 und beim letzten Bild angekommen sind. An der letzten Stelle haben wir nur noch ein Bild übrig. Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit, das letzte Bild auszuwählen. Und dann müssen wir also hier multiplizieren. 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 und so weiter bis n. Und das ist natürlich aufwendig hinzuschreiben, und deswegen hat man sich da eine abkürzende Schreibweise überlegt und schreibt dafür n mit so einem Ausrufungszeichen hin. Und man spricht das n-Fakultät. Ja, n-Fakultät, n mit dem Ausrufungszeichen, haben Sie wahrscheinlich auch auf Ihrem Taschenrechner. Müssen Sie mal nachgucken. Und auf diese Weise kann man ganz schnell ausrechnen, wie viele Möglichkeiten es gibt, n verschiedene Objekte anzuordnen. Ja, machen wir mal ein Beispiel. Bleiben wir bei den Bildern, die wir an die Wand hängen wollen. Nehmen wir jetzt 3 Stück. Also, wir wollen 3 Bilder. Die sind unterscheidbar, deswegen nenne ich die jetzt mal A, B und C, in einer Reihe an die Wand hängen. Ja, für den ersten Platz haben wir 3 Möglichkeiten. Wir können da A hinhängen, wir können da B hinhängen oder wir können da C hinhängen. Ja, schreiben wir das mal auf. Entweder hängen wir da A hin oder wir hängen da B hin oder wir hängen da C hin. Wenn wir jetzt uns für A entschieden haben, haben wir an der zweiten Stelle noch 2 Möglichkeiten, nämlich B oder C. Das heißt, wir haben da entweder AB oder AC, was wir an die ersten beiden Stellen hängen können. Wenn wir uns für B entschieden haben an der ersten Stelle, haben wir für die zweite Stelle auch wieder 2 Möglichkeiten, nämlich entweder A oder C. Das heißt, wir haben BA und BC. Als 2 weitere Möglichkeiten. Wenn C an der ersten Stelle hängt, dann ist noch A und B übrig. Das heißt, dann könnten wir an die zweite Stelle A hängen oder wir könnten an die zweite Stelle B hängen. An die dritte Stelle haben wir jetzt nur noch ein Bild übrig. Da können wir, wenn wir AB schon hängen haben, C hinhängen. Wenn AC schon hängt, B hinhängen. Wenn BA schon hängt, C hinhängen. Wenn BC schon hängt, A hinhängen. Wenn CA schon hängt, B hinhängen. Wenn CB schon hängt, A hinhängen. Ja, also haben wir insgesamt 6 Möglichkeiten, ja, das können wir auch ausrechnen.
In unserem Fall haben wir ja drei verschiedene Bilder. N ist also gleich 3. Das heißt, wir müssen 3 Fakultät ausrechnen. Das ist 3 mal 2 mal 1. Ja, und das ist natürlich 6. Ja, an erster Stelle haben wir 3 verschiedene Bilder zur Auswahl. Wenn dann das erste Bild hängt, haben wir jeweils noch 2 Möglichkeiten, also 3 mal 2 sind 6 Möglichkeiten und für das dritte Bild haben wir nur noch eine Möglichkeit, also bleibt es dann insgesamt bei den 6 Möglichkeiten. Ja, und jetzt kann man sich ja fragen, warum muss ich das mit der Formel machen? Ich kann doch hier auch einfach auflisten, die ganzen Fälle, die möglich sind und die einfach zählen und dann weiß ich, wie viele Möglichkeiten es gibt. Prinzipiell ja, aber wenn wir jetzt mal ausrechnen, was ist zum Beispiel, wenn ich 10 Bilder aufhängen will, was ist 10 Fakultät? Das ist 3.628.800 Möglichkeiten gibt es da. Ja, und diese 3.628.800 Möglichkeiten will man ja nicht wirklich alle auflisten. Und deswegen ist es so praktisch, dass wir jetzt diese Formel kennen. Also, wenn wir Permutationen ausrechnen wollen, n verschiedene Objekte anordnen wollen, gibt es dafür n Fakultät Möglichkeiten. Das wäre jetzt das Erste, was wir uns hier bei der Kombinatorik angesehen haben. Bis bald!